Philosophie verwandeln. Die wollen jetzt wieder Waffen in den Vordergrund drücken, die vorher halt nicht im Vordergrund waren. Von daher, die Dorn ist für mich jetzt nicht mehr spielbar. Die macht auf 50 Meter 30 Schaden oder so. Und du verlierst gegen jedes Automatikgewehr im Nahkampf. Also braucht man die Dorn erstmal nicht mehr. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil. Trotzdem vorhin 10 Kills damit gemacht. Also ich muss sagen, ja! Ist noch recht gut, aber sobald du einen Schuss vorbeischießt, hast du eigentlich verkackt gegen so ein Automatikgewehr. Ja, aber warum soll ich denn eine Dorn nehmen? Also, dann kann ich auch ein legendäres Automatikgewehr nehmen und brauche ich nicht ärgern, einen Schuss zu. Das ist so wie früher, habe ich mir auch schon aufgeregt. Da waren alle legendären Automatikgewehre 10-mal so gut wie die Dorn. Das ist jetzt vielleicht wieder so. Aber muss ich auch nicht spielen. Und ich hätte Max zu Nahpunkte vor dem Patch. Ich spiele zwar die Mission, irgendwie, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Der Feind hat Zone A erobert. Ihr habt Zone B eingenommen. Zone ich finde das eine super geile Idee. Führung übernommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie. Wo ich mich hier positioniere. Gibt es eigentlich noch alte Maps oder gibt es nur die neuen Maps? Alter. Also momentan gibt es nur die neuen. Maps nicht so, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier alles so übereinander und alles, dass ja meist die Gegner über dir, unter dir, keine Ahnung, wo die jetzt kommen. Ja, irritiert total, ja, nervt ich total. Ich verstehe es auch nicht. Ich komme von hinten, sehe drei Leute vor mir und dann können sie aber links durch den Gang gehen und dann schießen sie mich wieder ab. Zone B verloren. Ja, nichts mehr. Jetzt sind sie bei B, Leute. Aber B müsste schon verteidigen irgendwie. Ja, okay, sauber. Macht einer. Guck mal, die Map, die ich kann hier nicht identifizieren. Auf den B-Spot kann man auch so asozial snipen, ist auch nicht mehr normal. Ihr habt Zone B eingenommen. So, gleich Multikill mit wieder Multikill. Aber Mieder hat sich viel geändert, macht immer noch 61 im Kopf. Aber Mieder auf 3 erhöht bei mir. Wieso killst du den nicht, Daywalker? Lags oder was? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich genau nehmen. War gerade im Aim. Mission zerstört, ich sag doch. Geh weg. Spawn jetzt auf der Nase. Bin ich da auch auf dem Map, wenn ich. Hä? Keine Waffe mit drittes Auge, wenn ich im Aim bin, sehe ich dich. Oh, Junge! Krautgewehr und Automatikgewehr sind viel. Und so. Was soll ich sagen? Stärker geworden. Viel besser. Ja. Aber das Krautgewehr kannst du jetzt echt über Range auch benutzen. Scheint aber nicht so viel davon im Patch aus. Wahrscheinlich irgendwie 3% Scout-Gewehr oder so. Ja, aber das, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass Handfeuerwaffen jetzt nicht mehr was gegen Scout-Gewehr machen können. Deswegen immer, ja, ich kill dir auch eine Dorn und letztes Wort nach dem nächsten. Mir geht halt dieses über mehrere Etagen hier auf den Sack. Ich möchte gerne die alten Maps wieder spielen, die waren im Längen besser als das hier. Dieses über 1000 Etagen und so, das habe ich schon bei Advanced Warfare so gehasst, einfach nur. Steh halt die Map vorne. Meine Waffen um zu sehen zu kommen, geh den Umständen ist nicht, dass es was gibt, und dann werde ich von allen Seiten beschossen, weil niemand irgendwo auf einem Punkt ist, wenn ich da rumkomme. Na, treffen müsste man schon. Guck mal hier, ich will immer noch letztes Wort und Dorn. Ich meine, es kann sein, dass ihr Ding ist gerade und sie testen, aber so viele? Na, guck mal, der trifft auch nur noch einen Scheißdreck mit Dorn. Ja, da merkst du mal was von deinem Aim. Schwere Munition kommt. Schwere Munition. Jetzt mit dem Schulterangriff. Man kann sich auch mal zweimal mal vor Dorn verstecken und nicht einfach immer nur vergiften. Ich kill halt den einen Gegner, der dein Chaos was gleich auf uns macht und die nämlich schwer. Na dann nicht. Also ich werde über Mittel- bis Long Range Mieder benutzen. Short Range, so wechsel mit Class. Granate war auch geil, die macht dann null Schaden bei keinem. Ist aber genau neben die schwere Munition und Chris eigentlich. Hört sich schwer, der da gerade noch mit gerne noch runter. Interessant. Die Map ist eigentlich ganz okay, wenn man sie kennen würde. So ist halt gar nicht schwer zu spielen. Ich bin jetzt oben rein, warte. Nee, ich hab den Daywalker. Also, wieder ist auf Distanz, ist der Hammer. Oh, ich dachte, ich bin noch. Ah. Muss auch sagen, mit Vision ist schon richtig krass. Ich habe das Gefühl, dass die Schüsse von Scout-Gewehren noch schneller hingen. Doch mit 100% Geschwindigkeit, die haben doch gar keine. Sind sofort da, mal. Nee, soweit ich weiß. Also. Ich versuche mit Dorn da hinten zu spielen, der hat noch nicht, der das Memo noch nicht bekommen, dass die Dorn keine Reichweite mehr hat. Aha.
Ich weiß nicht, was er spielt, aber keine Chance über die Range. Ich bin die ganze Zeit low life, aber die alles automatisch Gewehr. Dawn, let's what? Keine Chance, mich zu killen. Wo ich vorher schon 10 mal tot gewesen bin. Aber ich glaube, die Scout-Gewehre sind übertrieben stark geworden, wenn ich gerade sehe, wie viel Damage er macht. Er gibt mir 3 Kugeln, ich fall direkt um. Ja, warum auch nicht? Ja, aber die Dorn sind jetzt übertrieben stark. Ich finde, Scout-Gewehre haben wenigstens so ein bisschen Skill und du kannst nicht da auf jede Entfernung einfach alles machen. Das ist klar. Ja, wäre geil. Der bleibt in der Kiste unten hängen. Links von dir ist einer, Kari. Links ist das echt hässlich. Das Axt mit Granaten nur noch 91 Schaden machen. Die haben vorher 122 Schaden gemacht. Das war eh zu viel, die ganzen Fähigkeiten waren viel zu stark. Was mit der Argus-Blitzgranate und einem Dorn-Körpertreffer hast du einen Kill bekommen. Das kann ja irgendwo nicht sein, das ist ja auch kein Skill, wenn du das machst. Du bist ja gerade irgendwo hin, 3 Leute low, machst 3 Körpertreffer, 3 Kills. Ja, Halleluja. Ich glaube, das lag eher an Dorn. Hä? Da schießt er mit einer anderen Waffe, die so viel Schaden macht im Körper. Sind ja, was du mal irgendwie. Die anderen Waffen, die schießen ungefähr 10-mal so langsam. Ja, aber im letzten Board ohne Visier schießt man da immer so. Aber da kann man, das also einer spielt immer noch letztes Wort. Das ist ein Idiot. Kämpft mit der Ecke, aber guck mal. Ey, ich weiß auch nicht, natürlich, ich bin zwischen 15 Gegner und ich sehe niemanden und kriege alles weggenommen. Ich kann auch nichts machen. Wenn ich mal riesen Zone einnehmen will, wo bist du mal? Ah, da kann man hinrennen. Macht ein Delta Finger Renner. Schwere Munition kommt. Wieso ist denn da oben eigentlich out of map? Hier, turn back, auf den Baum darfst du dich nicht stellen. Lol. Wahrscheinlich. Und man dann niemand sich hinstellen wird. Aber in Unsichtbarkeit kam er, oh mein Gott, oder gehört uns Zeit. Ja, yeah, wie wieder nicht. Es war wieder 100 Meter von der Heavy weg. Weil nicht der eine mit Dorn oder so 4 Leute vor ihm stehen. Ich muss holen. Tschüss. Ich krieg direkt einen Rocket ab. Also, einige Leute scheinen die Map schon echt gut zu kennen. Ich renne hier immer noch wie der letzte Bob rum und da kommt direkt einer reingejumpt und gibt mir Rocket. Ich sag ja, ich bin entweder zwischen 5 Gegnern oder zwischen keinen Gegnern. Das ist der Wahnsinn, echt. Da kommen 2 von vorne mit Raketenwerfern, ich werfe eine Blockgranate und dann kommen noch 2 von hinten aus den Gängen raus. Wie geht sowas immer? Wie geht sowas immer? Wieso bin ich immer gegen 4 Leute alleine? Dann habe ich halt nichts, womit ich mir irgendwie wehren kann. Oh. Nächste Runde keiner außerhalb, ja. Das wird eine super Runde, mach ich nicht einkill. Ich bin so gut, dass es wirklich steht, ob es ein Headshot war oder nicht. Keine Ahnung warum, aber es ist lustig. Das war ein Dive mit X eigentlich. Oh, ein Hangar-Window, hier kannst du ein Window eröffnen. Und du? Hallo, wo ist das Fenster? Ich seh's nicht. Irgendwie erinnert mich die Maps jetzt so an dieses Call of Duty Ghost Ding, weißt du, wo du einfach so über... Ich weiß nicht, aber ich hab Gefühl... 20 Dinger hier rennen kannst und keine Ahnung. Gefühl, dass der Schwung vom Klingentänzer, dieser Schlag, dieser Schwung in der Luft, mehr Range hat als vorher. Ja, viel mehr. Ja, das haben wir gebraucht. Weg. Ich immer nur einen irgendwie, ich versteh's aber nicht, da werden alle auf dem Radar angezeigt, aber es ist dann keiner da. Wird mir alles wieder geklaut. Da ist auch keiner mehr. Okay. Ich muss sagen, bis jetzt habe ich das Gefühl, der Backstep wurde recht gut gepatcht. Wenn man nicht immer von vorne jemand wartet. Hey Leute, ich will jetzt hier stehen, ich sehe aber keine Gegner mehr. Ich kann auf der ganzen Map rumlaufen. Manchmal mit dem Akku vom Gamepad manchmal leer, aber sonst noch nichts. Ich renne auf der ganzen Map rum und alle Gegner sind weg, wenn ich irgendwo ankomme. Ich stelle mich jetzt hier in dieses Gemüsebeet und warte, bis irgendwer zu mir kommt. Das ist ja das, was ich meine, wie bei Call of Duty Ghost, da rennst du auch die Hacken rund, ey. Das ist ja Wahnsinn, ich renne über die ganze Map, das ist kein Gegner. Und wenn ich einen Gegner sehe, den ich schnell mal killen könnte, kommen wirklich 5 aus allen Ecken auf einmal. Boah, ich hab ohne der Erste, aber im Nahkampf verstehst nicht. Mit Vision gegen Party Crasher. Warte weg. Nimm mich selber. Ich spring hier am Baum und bin out of map. Das ist ja lustig. Ja, sag ich doch. Sag ich doch, du darfst nicht auf den Baum klettern. Bist du out of map. Also, ich geb jetzt meine Bounties ab und dann bin ich im Bett. Oh!
Party. Geht ins Bett. Sperrt keiner los, Elf. Dann gute Nacht, Kätchen. Sag dir. Sag mal gute Nacht, Kätchen. Du hast keinen Bock mehr auf keine Lose.